Um 5.53 Uhr fuhr irgendwann im Juni 1991 planmäßig der erste ICE in Hamburg-Altona nach München ab, auf der Linie 6, der ersten ICE-Linie der Deutschen Bahn. Auch vor der Einführung des ICEs war das Streckennetz der DB keine leere Landkarte, wie hier zu sehen, und es gab auch nicht nur 5 Intercity-Linien. Aber ich lasse das alles weg, dann wirken die Verbesserungen des ICEs ja viel eindrucksvoller. Mit der Linie 6 werden auch die kurz zuvor eingeweihten Schnellfahrstrecken Hannover-Würzburg und Mannheim-Stuttgart gleich mit 250 Stundenkilometern befahren. Weniger als ein Jahr später wird auch die Linie 4 auf ICEs umgestellt. Sie verkehrt im Stundentakt abwechselnd von Bremen und Hamburg über Nürnberg nach München. Im selben Jahr gibt es auch zum ersten Mal einzelne reguläre ICEs ins Ausland, nach Zürich. Später wird diese Linie bis Karlsruhe zum Stundentakt verdichtet. Gleichzeitig fährt zum ersten Mal ein ICE nach Berlin, oder zumindest bis kurz davor, denn die Elektrifizierung in Berlin war dann noch nicht abgeschlossen. Die Wiedervereinigung war ja gerade erst passiert. Die Verkehrsprojekte Deutsche Einheit waren in der Planung, aber sie werden uns erst später begegnen. Die Linie 6 fährt jetzt also abwechselnd nach Bremen, Hamburg und Berlin. Nebenbei werden einzelne Züge bestehender Linien verlängert oder anders geleitet, sodass man jetzt von Bremerhaven bis Garmisch-Partenkirchen mit dem ICE fahren kann. Das bis dahin von ICEs vernachlässigte Ruhrgebiet erhält 1994 von Köln aus eine Anbindung an Hamburg und Berlin, zunächst nur mit einzelnen Zügen. Im selben Jahr wird Dresden angebunden. Ab dem nächsten Fahrplanwechsel kann man dann direkt von Basel nach Berlin mit dem ICE fahren. Auch Kiel bekommt den ICE, nachdem die Strecke elektrifiziert ist. Diese Linie wird auf der Schnellfahrstrecke Hannover-Würzburg zu diesem Zeitpunkt erstmals planmäßig mit 280 Stundenkilometern befahren. Außerdem fahren ab dann einzelne Züge der Linie 1 zwischen Köln und Frankfurt und weiter nach München. Natürlich noch mit Blick auf die Burgen durch das Mittelrheintal. Es waren nun um die 60 ICE der ersten Generation im Einsatz, aber die ICE 2 waren schon bestellt. Damit wird zum Beispiel eine Linie mit nur 3 Halten gefahren, Frankfurt, Hannover und Bremen. Das klingt fast nach einem Sprinter-ICE, ist es aber nicht, denn die Sprinter lasse ich hier außen vor, sonst würde die Karte allzu voll werden. Mit der Linie 6 wird Berlin nun im Stundentakt erreicht. Dafür übernimmt dann die Linie 4 von der Linie 6 die Fahrten nach Bremerhaven. Nach der Elektrifizierung der Strecke zwischen Berlin und Hamburg kann man zwischen den beiden Städten jetzt nicht nur fliegen, sondern gleichzeitig mit dem ICE in etwas über 2 Stunden ankommen. Zusätzlich gibt es eine ganz neue Linie 10, die die bisher zwischen Berlin und Köln fahrenden einzelnen Züge ersetzt. Später wird diese Linie von Berlin kommend in Hamm geflügelt und der eine Teil fährt nach Düsseldorf, der andere nach Bonn. Das geht mit dem neuen ICE 2, der in Doppeltraktion fahren kann. Ab 1998 gibt es eine ICE-Verbindung nach Wien. Nach dem Unglück von Eschede wird die Höchstgeschwindigkeit auf den Schnellfahrstrecken vorerst wieder auf 250 Stundenkilometer zurückgesetzt. Wenig später wird die Schnellfahrstrecke Hannover-Berlin eröffnet, eines der Verkehrsprojekte Deutsche Einheit. Die Fahrt verkürzt sich um fast eine Stunde, zum Nachteil von Magdeburg. Nur einzelne Züge der Linie 6 halten noch an jedem Milchtankwagen. Die Züge der Linie 10 brauchen zwischen Hannover und Berlin jetzt nur noch knapp 2 Stunden. Im nächsten Jahr wird diese Linie vom Ruhrgebiet über Mainz und den gerade eröffneten Frankfurt Flughafen Fernbahnhof in Richtung München verlängert. Die Linie 1 wird dafür aufgegeben. Auch Linie 3 fährt nach Stuttgart statt über Heidelberg nun meist über den Frankfurter Flughafen. Es ist der erste Bahnhof der DB, in dem nur Fernzüge halten. Die Flotte mit bisher etwa 100 Garnituren aus ICE 1 und 2 erhält Zuwachs in Form des ICE 3 und des ICE T.
Mit der Neigetechnik des ICET, der sich wie ein Motorradfahrer, nur mit geringerer Todesrate, in die Kurven legt, können weitere Bestandsstrecken etwa nach Zürich gefahren werden. Davor wäre der ICE auf diesen Strecken nicht schneller gewesen als eine bessere S-Bahn. Und trotzdem, obwohl die neue Verbindung zwischen Berlin und München über Leipzig fast 300 Kilometer kürzer ist, brauchen die Züge nur 40 Minuten weniger als auf der Linie 6 über Frankfurt. Es kommt auch eine neue West-Ost-Verbindung von Saarbrücken über Frankfurt und Erfurt nach Dresden hinzu. Eine neue europäische ICE-Verbindung gibt es nach Amsterdam mit dem neuen ICE3. Das ist interessanter als es klingt, denn hier fahren ICEs zum ersten Mal mit einer anderen Oberleitungsspannung. Sie ist in den Niederlanden 10-mal niedriger als in Deutschland. Neben dem ICET und dem ICE3 gibt es innerhalb kurzer Zeit noch einen weiteren neuen Typ, den ICE-TD. Der wird mit Diesel betrieben und kann daher auch auf nicht elektrifizierten Strecken wie zwischen Nürnberg und Dresden verkehren. Zwischen Dresden und Berlin fahren dagegen vorerst wieder nur Intercities. Zwischen Berlin und Hamburg fährt ergänzend nun die Linie 8 im 2-Stunden-Takt. Der nächste Fahrplanwechsel findet erst im Dezember 2002 statt, um den Termin EU-weit zu vereinheitlichen. Wer bisher ernsthaft versucht hat, sich die Liniennummern zu merken, wird sich freuen, dass auch diese dabei komplett neu zugeteilt wurden. Aus bisher 9 ICE-Linien werden 20. Denn 2002 wird die Schnellfahrstrecke Köln-Rhein-Main fertig und das ganze Liniennetz wird neu geordnet. Aber dies werdet ihr dann im zweiten Teil sehen. Ich kann versprechen, es wird nicht übersichtlicher. Mir bleibt mich zu bedanken. Ohne die Datenbank Fernverkehr von fernbahn.de mit den Fahrplänen seit 1987 und bahnstatistik.de mit den Liniennetzplänen ab 2001 wäre dieses Video nicht möglich gewesen. Inspiriert dazu haben mich Geoff Marshall, Le Ferro Vipat und Urban Traveler. Und wenn ihr eure Freizeit weiterhin damit verbringen wollt, bunten Linien zuzuschauen, dann gibt es dort noch mehr Material.